Moin zusammen und willkommen zurück zu Golden Sun. Ja, im letzten Part konnten wir den Wald von Kulima leider nicht retten. Treat ist zu schwach, um auch die Leute von Kulima zu retten, den Fluch zu lösen. Und ja, uns bleibt nichts anderes über, als weiterzuziehen und eine andere Möglichkeit zu finden, um diesen Baum zu retten und ja, um unsere Geschichte voranzutreiben. Und zurück im Bilibim sind wir dann da mal wieder, ne? Und ich wollte hier zum McCoy gehen, unter anderem. Und mal gucken, was er zu sagen hat. Weil wir waren ja fleißig. Wir haben ja hier schön versucht, die Leute zu retten. Wenn uns irgendwas zu sagen hat, ich glaube es eher nicht. Weil der mag uns anscheinend nicht so gerne. Na, hi. Tut mir leid, Jungs. Aber Kulimas Zukunft sollte besser in den Händen von erfahrenen Kriegern gelegen werden. Ja. Bla, bla, bla. Ja, das war mir schon klar. So, warum ich noch hier in Bilibim wieder zurück bin, ist, wir brauchen hier ein bisschen mehr Ausrüstung. Wir haben ja jetzt auch wieder Schmackes Kohle durch die ganze Kämpferei. Und dann sollten wir uns mal ein bisschen ausrüsten. So. Bitte Verteidigungsaccessoires. Accessoires. So. Nein, Quatsch, bla bla, so. Ganz ehrlich, diese Musik macht mich wahnsinnig. Ganz ehrlich. So. Ich will kaufen. Okay. Ich weiß nicht, ob es gesehen hat, aber Isaac ist voll. Er kann nichts mehr tragen. So. Nein, die Nüsse wollte ich behalten. So. Ich brauche ja nur einen Platz. Den machen wir auch weg. So, den Heilungsring, den will ich ja nicht behalten. Den kann ich nämlich eigentlich auch verkaufen, weil den werde ich nicht benutzen. Also kann der auch weg. Und das Elixier kann auch weg. Weil wegen Lähmung, Schlaf, Bestäubung, ich kann sagen. Betäubung oder was auch immer. Werde ich nicht benutzen, das weiß ich jetzt schon. So. Darf ich jetzt Isaac damit ausrüsten? Dankeschön. So. Das gibt der Garrett. So. Ja, das kann der Garrett auch anlegen. Ja, hier. Bitteschön. Dankeschön. Ja, bla bla bla. Reisejacke. Okay. Reisegewand. Geht auch nicht. Bronze spielt. Oh. So weitergeht, habe ich da kein Geld mehr. Ja, es ist der Wahnsinn. Wollte ich nicht auf Ivan ein bisschen trimmen, dass mit der ein bisschen Verteidigung kriegt. Ja. Naja, dann können sie ihn wenigstens ordentlich beschützen. So. So, bla bla bla. Ja, hier Spieleticket für Garrett. Alten Zocker. Nein. Ich gucke jetzt erstmal Holzkappe. Stirnreif. Den hat er. Gut, dann kriegt er mal eben die Holzkappe auf den Kopf. So, patsch. Einmal drum rumschneiden, haben wir schon eine Topffrisur. So, konnte ich. Moment. 55. 54. Dann nehmen wir natürlich die Holzkappe. Wäre schwachsinnig, wenn wir das andere nehmen. Ja, hier Spieleticket, bla bla bla. So. So, und schon sind wir wieder pleite. Das ist der Wahnsinn. Ja, so schnell kann es gehen. Jetzt gucke ich mal eben ganz kurz. Ach ja, da den Hexenstab. Können wir uns natürlich nicht leisten, ne? Das wäre natürlich geil. Schon so fast 20 Punkte hoch, aber naja, können wir uns nicht leisten. Ich will nur kurz gucken. Hier noch ein Langschwert. Breitschwert ist auch wieder ein bisschen stärker. Jägerschwert. Ja, gut, das kennen wir eigentlich. Das meiste davon kennen wir eh schon. So. Ja, was machen wir jetzt? Ja, ganz einfach. Wir werden jetzt weitergehen. Haha, jetzt gedacht. Ich bleib bis die ganze Folge hier noch stehen und guck euch an. So, blink, blink, links, rechts, ja, alles das, nein. So. Hinter Kulima geht es zwar noch weiter, aber da kommen wir nicht weiter, weil uns da der Weg versperrt wird. Also müssen wir erstmal woanders hin. Ich weiß jetzt gar nicht, wenn man in Bilibim rumspricht, könnte es sein, dass es irgendwo erzählt wird. Weil wenn man hier nach Norden geht, das soll man tun werden, auch ganz schnell, kommen wir in ein neues Gebiet, wo wir uns dann mal hinbegeben werden. Und da kommen wir dann auch weiter. Jetzt gedacht. Ach ja, da war ja nur ein Zombie. Ach, die halten ja nichts aus. Die brauchst du nur anhauchen, die fallen schon um. So, wenn man hier oben guckt. Da liegt Schnee. Das kann ich durch den Berg durchsehen. Naja.
Ja, da werden wir uns jetzt hingeben. Ja, Schnee, ich freue mich. Yay, ihr könnt mich mal. Das war falsch, egal. Bam. Oh nein, ouch, aua. Er macht mir voll Schaden. Da haut schon wieder einen ab, weil er Schiss hat. So, weg. Bam. So. Da ist eine Höhle, da gehen wir jetzt rein. Hallo Höhle. Das ist die Bilibim-Höhle. Eingang, wow. Ich dachte mit der Ausgang. So, hier ist eine Pflänzchen. Und das Pflänzchen, das können wir auch mit Synergie wachsen lassen. Bloß hat niemand von uns die Synergie-Wachstum. Was machen wir denn da nun? Das ist eigentlich ganz einfach. Erstmal verbinden wir uns mit Kiesel. Was eigentlich egal ist, und tauschen Kiesel mit Esse. Und siehe da, wir haben Wachstum. Wahnsinn, oder? So praktisch. Ja, man sollte sich doch vorstellen. Wir standen ein bisschen weit weg. So, und schon können wir da hoch. So, dann einmal hier rüber gesprungen über diese tiefe Schlucht und dann hier runter geschlittert. Ja, man hätte auch so hingekonnt. Aber ich möchte da oben lang, weil hier oben gibt es was Schönes. Was wir uns natürlich holen möchten. Und zwar... ein Elfenrapier. Das ist sehr, sehr stark. Ja, es ist sehr stark. Und ich werde es auch Isaac anlegen. Weil Isaac braucht einen Bums. Ne? Genau. genau. Was wollte ich jetzt... das wollte ich. Irgendwo sortieren. So, wir müssen schön alles ordentlich halten. So, bevor ich überhaupt nicht mehr weiß, was ich hier tue, gehe ich jetzt mal ganz schön durch diese Höhle. Und da sind's Aigule. Ih, seid hässlich. Ah, ich habe die Djinns nicht getauscht. Oh mein Gott, das ist eine Katastrophe. Ah, verdammt. Ich bin so vergesslich. Ja, ihr Ungetümer. Fries das. Der hat mich gegessen. Der hat meinen Arm abgebissen. Warum tut er das? Weil er es kann. Oh mein Gott. So, da kriegen wir jetzt erstmal voll ins Gesicht. Von der Atalanta, wo mit den vielen Himmelspfeilen. So, bam. Ich glaube, das hat ihn ein bisschen wehgetan. Oh, ein bisschen. So, jetzt muss ich eben warten, bis die Djinns sich wieder verbunden haben. So, und dann müsste ich die auch wieder tauschen können. So, meine Fresse, so gehört das. Rechts? Ich weiß voll, wo es lang geht. Ich hab's voll drauf. So, diese scheiß Gule hier, immer im Weg. Geh doch nicht drauf, ne? Autsch. Stirb, du elendes, hässliches, grünes Vieh. Mein Gott. So, wo geht's hier lang? Hier geht's auf jeden Fall durch. Und dann geht's hier lang. Das sieht schon mal gut aus. So. So. Brise. Und... ja. Ich weiß immer voll, was ich tue. Ich weiß alles, weiß voll Bescheid und so, ne? Ihr guckt Chris voll ins Gesicht und so. Und oh, der Gnom ist abgehauen. Voll ein Feigling hier. Und der Ghoul, der ist schon wieder mein Arm. Ärmel, das blöde Fisch hier, mach mir kaputt. Schmidt. Ja, das war die spezielle Fähigkeit des Elfenrapiers. Ich lasse mich auch immer wieder von überraschen. Davon überraschen, was die so Schönes können. Ja, hier sind so Kisten und sowas, ne? Aber da komme ich so nicht ran. Ich kann zwar hier so schön lustig diese Fackel verschieben. So. Und so. Und so. Und dann schmilzt der Eisbock. Toll! Dann kann man hier rüber und dann da hoch. Aber da kommen wir so nicht weiter. Ich glaube, das habe ich auch noch nie gemacht. Weil ich da einfach keinen Bock zu habe. So,
Hier ist Schnee. Ich mag keinen Schnee. Doch, ich mag Schnee, aber hier nicht. Hier ist Schnee doof. So, wie sieht das mit den Djinns aus? Mit denen hätte ich gerne wieder. So, weil hier sind ganz, ganz böse Monster, die ich nicht mag und die mich immer ärgern. Genau die! Ich meine zwar nicht den Schleim, aber ich mag den Bären. Die können mächtig Aua machen, deswegen haue ich den auch zuerst weg. Ich versuche es zumindest. Nein. So. Nimm das! Elender Bär! Geh weg! Oh nein, der Schleim hat mich angegriffen. Aua, 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 au! Es tut so weh. So, Bär ist weg. Die könnte richtig fies werden. Nein, du machst das. Mein Gott. Werdet euch mal einig. Ich muss eh warten. So. Weil Garrett ja sonst nie Synergie einsetzt, soll deswegen das hier tun, wenn er dann noch was kommt. Nee. So. Meine Fresse. Ich hasse das hier. Ja, ich hasse es hier. Ja. Schon mal erzählt, dass ich das hier hasse. Ich kann nicht über den zugefrorenen See laufen. Okay. Gott. Ich werde mal eben zusehen, dass ich hier ganz schnell durchkomme. Nein. Ich hasse euch. Ah. Nein, ich mag keine Bären. In echt schon, aber nicht hier. Bam. Das tut weh, das tut weh, das tut aua. Aua, aua, aua. Genau deswegen mag ich die nicht, weil die echt mies aua machen. Geh weg. Geh weg. Mein Gott. Wenigstens ein Level up. Und noch ein Level up. Ich hasse die Dinger, ganz ehrlich. Ups. Nein, falsche Knöpfe. So. Ganz schnell. Da ist ein Dorf. Da will ich hin. Ich hasse mich dafür, dass ich gesagt habe, ich werde jeden Kampf mitnehmen. Ja. Ich hasse mich dafür. Ich werde es irgendwo noch bereuen. Ich tue es jetzt schon. Ich dachte immer schon, die Gnome wären nervig. Aber der Bär ist viel schlimmer, weil der echt mies angreifen kann. Mit seinem Clown-Wetzer oder wie das Ding heißt. So. Jetzt kann ich wieder ordentlich angreifen. Zack. 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 So. So. Habt ihr es gesehen? Der wollte abhauen, hat aber nicht funktioniert. Und noch ein Level up. Das ist so wunderschön. So. Ich will da hin. Ich will da hin. Oh mein Gott. Und schon wieder diese Musik. Oh. Diese Musik heißt nichts Gutes. Ich mag die Musik nicht. Oh mein, mein Fußstapfen. Oh, Fußstapfen. So. Ja, was geht denn hier ab? Hallo, seid ihr neu in Emil? Ja. Ich sollte euch warnen, denn hier grassieren eine schlimme Grippewelle. Seid vorsichtig, dass ihr euch nicht ansteckt. Okay, ich gehe wieder zu den Bären. Die sind. Nein, Quatsch. So. Ja, hier sind wir in Emil. Und ja. Hier gibt es was Tolles. Das muss ich aber. Nee. Ich bin natürlich wieder falsch gelaufen. Und zwar: einmal schnell läuft hier durch Emil. Ich möchte nämlich gerne einmal kurz diesen Schneemann hier runterschieben. Warum ich so gemein bin, sehe ich dir gleich. Weil der Junge hier unten hat sich bestimmt ganz viel Mühe gegeben. Nur mal so gesagt, wenn hier eine Grippewelle kursiert, warum hast du dann keine Jacke an? Dann ist das kein Wunder, dass es hier eine Grippewelle gibt. So, ach ja, übrigens, ich wollte was ausprobieren. ja, Moment. Jetzt muss ich mich aber erstmal hier, Tor, so. Das muss ich so. Ja, und so den Grabstein. Ja, da ist nichts drin. Das wollte ich jetzt aber nicht. Nein, das wollte ich auch nicht. Nein, das wollte ich nicht. Nein, da, das wollte ich. Genau. So, ich wollte was ausprobieren. Nämlich, ob man da die Gedanken von Grabsteinen lesen kann. Nee, kann man nicht. Okay. Das wollte ich nur eben kurz ausprobieren. So, jetzt seht ihr, warum ich den Schneemann da oben hingeschoben habe.
Damit ich hier nämlich hier in die Höhle reinkomme. Und da ist ein Djinn. Hallo Djinn. Dich nehme ich mal mit. Das ist nämlich liebe Fieber. Oh, was für ein Zufall hier ist. Eine Grippewelle. Okay. Ja, und mit diesen Worten sage ich, das war's erstmal. Und ja, dann werden wir mal gucken, dass wir uns im nächsten Part hier nicht anstecken bei den ganzen Leuten. Und mal eben schauen, was es hier denn so schön zu entdecken gibt. Also, bis zum nächsten Part. Tschüss.